Und weiterhin zu Gast bei uns Sascha Krumbach, seines Zeichens Pyrotechniker, Feuerwerker. Und wir haben eben schon gelernt, möchte ich fast sagen, das zünde ich an mit einem Feuerzeug oder mit einem Streichholz. Richtig. Aber das Ganze geht noch eine Nummer professioneller, nämlich mit diesem Gerät, oder ist es eine, was genau ist das? Es ist halt eine professionelle Zündanlage, wo halt musiksynchrone Feuerwerke mit gestartet und programmiert werden. Das heißt, man hat ein spezielles Programm, was man auf dem Computer hat. Man programmiert dieses Feuerwerk im Büro, sage ich jetzt mal, und spielt das Programm dann auf diese Zündanlage drauf. Und dann ist das also der Computer vor Ort beim Feuerwerk. Und man muss nachher nur einmal die rote Taste drücken, die nachher dann blinkt, rot blinkt. Und dann geht das Feuerwerk von alleine los, wird musiksynchron zur Musik einfach abgespielt. Das finde ich toll mit dieser Schutzklappe hier an der roten Taste. Und das Gerät aktivieren hier, dann kommt aus so einem silbernen Koffer. Es hat etwas von so einem Atomkoffer, aber es geht hier wirklich nur um ein harmloses Feuerwerk. So sieht es dann kurz vor dem Feuerwerk aus. Dann ist schon alles scharf. Ja. Der rote Knopf, der blinkt schon und wartet also nur auf die Auslösung. Und wenn ich jetzt ihn betätigen würde, wird das Feuerwerk auch losgehen. Das heißt, hier ist irgendwas angeschlossen an der Seite? Es ist gar nichts angeschlossen. Das komplette Programm ist hier drin. Es wird alles per Funk angesteuert. Die ganzen Empfänger, die jetzt bei den Feuerwerkskörpern stehen, sag mal hierbei, die dann durch einen elektronischen Anzünder verbunden sind, das wird dann alles darüber gesteuert. Ihr seid ja spezialisiert auf musikuntermalte Feuerwerke und dafür ist dieses Gerät ja auch. Mhm. Ist das nicht eine Wahnsinnsarbeit, das aufeinander abzustimmen, das Feuerwerk selber auf die Musik? Klar, da steckt natürlich eine ganze Menge Arbeit hinter. Aber dafür sind wir ja da, um das natürlich für den Kunden auszuführen. Und ich weiß nicht, ob du mit Christopher schon über Preise gesprochen hast. So ein Musikfeuerwerk wird dann wahrscheinlich etwas teurer. Es kommt darauf an, wie man teuer deklariert halt. Also ich sag mal, die kleinsten musikuntermalten Feuerwerke, die fangen so bei rund 1.000 Euro an, ja. Was auch sehr, sehr oft für Hochzeiten und Geburtstage, sag ich mal, angeboten wird und geht so im Preisrahmen bis 2.500 Euro. Das ist so die Preisspanne, wo sich diese musikuntermalten Feuerwerke drin befinden. Was es ja auch zweifellos wert ist. Also. Ja, also man kann es nicht selber machen und dafür sind solche Anlagen einfach da. Ohne diese Anlagen würde man es einfach nicht hinbekommen. Ja. Was mir aufgefallen ist bei den anderen Dingen, die hier noch rumstehen, also da steht oft was mit Böse drauf. Wir haben hier so einen bösen Engel. Ich weiß nicht, schieße ich damit Engel von den Wolken oder was verbirgt sich hier hinter? Nein, also der böse Engel, das ist einfach nur ein netter Name und es werden natürlich durch Feuerwerkseffekte rausgeschossen, wie auch, sag mal, hier bei verschiedenen Effekten, die man hier sehen kann. Es sind aber allerdings High-End-Produkte. Ja. Also es sind wirklich halt sehr, sehr gute Produkte, die von der Füllmenge her so weit aufgefüllt sind, wie es in Deutschland zugelassen ist. Also wir haben in Deutschland eine Grenze von 500 Gramm pro Batterie. Und das sind also die ganzen Batterien, die man hier so sieht. Die großen Sachen, der Zorn, drüben den Gigantiker, Erzengel. Das sind einfach solche Batterien, die bis zum maximalsten ausgereizt sind und was man auch wirklich am Himmel sehen kann. Es ist wirklich bombastisch. Und also wir haben Engel, wir haben aber auch so ziemlich das Gegenteil vom Engel, die böse Schwiegermutter. Und das sieht wirklich, das ist auch relativ schwer, wie es bei Schwiegermüttern ja oft auch der Fall ist. Und das sieht schon irgendwie bedrohlich aus. Ich weiß nicht, ob wir das... Also ich glaube, da steckt ähnlich viel Bums hinter, wie hinter manch Schwiegermutter. Was kommt hier für ein Effekt raus? Oder? Ja, ich sag mal, die böse Schwiegermutter ist auch recht schwer, wenn man sie mal anpackt. Also das Publikum zu Hause kann es natürlich jetzt nicht sehen, aber sie hat schon ein vernünftiges Gewicht. Ja. Auch diese Batterie ist, wie gesagt, fast bis zum Maximum gefüllt. Und da kommen natürlich wahnsinns coole Effekte raus. Es kommt natürlich keine Schwiegermutter raus, das ist schon klar. Aber die Effekte sind schon wirklich cool. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine ehrliche Antwort bekomme, aber ist euch schon mal so richtig schön was schiefgelaufen bei so einem großen Feuerwerk, bei so einer Inszenierung? Also wir können uns da nicht von freisprechen, dass noch nicht irgendwas passiert ist, irgendwie ein kleiner Unfall oder was nicht geplant ist. Davon können wir uns mit Sicherheit nicht freisprechen, aber zum Glück ist uns halt noch nichts Großes passiert, weil ich sag mal, wir arbeiten ja wirklich mit gefährlichem Material, gerade bei den Großfeuerwerken, wo es dann richtig mit den großen Bomben losgeht. Das ist wirklich gefährlich, aber zum Glück ist, wie gesagt, uns da bis jetzt noch nichts passiert. Und wer sich abgeschreckt fühlt durch die Preise, der muss halt im Hinterkopf haben, man ist versichert direkt, das Feuerwerk ist ja versichert in dem Moment. Definitiv.
definitiv, genau. Es ist versichert, wir kümmern uns um den kompletten Ablauf. Also der Kunde hat mit nichts was zu tun. Er bucht bei uns das Feuerwerk, danach kann er sich ganz normal zurücklegen in seinen Sessel. Wir erledigen alles für ihn, kommen dorthin zu der Veranstaltung, zur Hochzeit, zum Geburtstag, bauen das Feuerwerk auf, es wird computergesteuert, feuern das ganze Feuerwerk natürlich ab, nehmen den ganzen Müll wieder mit, auch sehr, sehr wichtig. Ne? Und der Kunde kann einfach nur feiern und genießen. Abschließende Frage. Silvester hast du viel zu tun, nehme ich an. Was genau machst du da? Genau, Silvester kann ich leider nicht privat feiern, sondern wir arbeiten natürlich rund um die Uhr fast. Gerade der Lagerverkauf ist eine sehr, sehr große Nummer bei uns. Der wird sehr, sehr gut angenommen in Grevenbroich. Und Silvesterabends sind natürlich auch Aufträge da, wo wir für den Kunden natürlich auch draußen die Feuerwerke ausführen. 12 Uhr werden die abgefeuert, nehme ich jetzt mal an. Genau. Wann seid ihr dann durch? Oder dauert es die ganze Nacht? Nee, die ganze Nacht nicht, aber ich denke mal, wir sind so selber so um 3 Uhr dann wieder im Lager. Und dann noch auf eine Veranstaltung zu fahren. Wird schwierig. Aber dann vielleicht, wobei im Lager ist wahrscheinlich auch schlecht, wenn man da dann vielleicht besser nicht. Ihr werdet die Erfahrung haben. Hier geht es jetzt weiter mit Musikvideo und Werbung.